Früher gehörte man als Porsche-Fahrer eher zu der Kategorie Autofahrer, den der Tankwart noch persönlich mit Namen kannte. Doch bereits in den vergangenen Jahren haben es die Porsche-Ingenieure geschafft, Verbrauch und Emissionen in allen Modellen deutlich zu senken. Mit dem Panamera S-Hybrid geht der schwäbische Sportwagenhersteller nun einen Schritt weiter. Doch lässt sich ein Sportwagenherz wirklich mit einem Elektromotor paaren? Im ADAC Autotest wollen wir das heute für Sie herausfinden. Eine schon mal vorweg, einen Herzschrittmacher bräuchte der Panamera S-Hybrid eigentlich nicht, denn sein 3-Liter Sechszylinder-Kompressormotor ist schon kräftig genug. Der Elektromotor leistet zusätzlich 47 PS und ist an die 8-Gang-Automatik gekoppelt. Zusammen können die beiden Aggregate 380 PS erreichen. Das maximale Drehmoment liegt bei üppigen 580 Newtonmeter. Kraft, die man dem Panamera S-Hybrid auch ansieht. Unverkennbar spiegelt er die typischen Porsche-Designelemente wider, ohne dabei gestreckt oder gar plump zu wirken. Geradezu coupéhaft zieht der fast 5 Meter lange Wagen seine Betrachter in den Bann. Sportlichkeit gepaart mit Eleganz. Nur Understatement sieht anders aus. Für den typischen Porsche-Fahrer ist Understatement wahrscheinlich nicht so wichtig. Eines vermittelt uns der Porsche Panamera S-Hybrid sofort, und das ist Fahrfreude. Die Leistung der beiden Motoren ist überragend und auch die 8-Gang-Automatik schaltet einwandfrei. Vor allem beim Cruisen macht sich der Hybridantrieb bemerkbar, denn jedes Mal, wenn man vom Gas runtergeht, wird der Benzinmotor automatisch abgeschaltet. Das funktioniert sogar noch bei sehr hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn. Die Start-Stopp-Automatik wird also maximal ausgenutzt. Und auch rein elektrisches Fahren ist bis zu einer Geschwindigkeit von 85 km/h möglich. Das hervorragend abgestimmte Luftfahrwerk des Panamera S-Hybrid gleicht die Seitenneigung des Wagens aus. Kurvenfahrten fühlen sich so wie in einem Sportwagen an. Auch beim ADAC-Ausweichtest macht sich das bemerkbar. Der Porsche lässt sich mühelos durch den Parcours dirigieren, ohne dabei übermütig zu werden. ESP ist selbstverständlich serienmäßig an Bord. Unser Testwagen ist mit einer rollwiderstandsoptimierten All-Seasons-Bereifung ausgestattet. Daraus resultiert allerdings ein sehr langer Bremsweg von fast 41 Metern aus 100 km/h. Ein schlechtes Ergebnis im ADAC-Bremstest. Deutlich besser kann der Panamera S-Hybrid im Innenraum überzeugen. 4 bequeme Sitzplätze mit sehr gutem Seitenhalt und ordentlicher Kopf- und Beinfreiheit erwarten die Insassen. Auch im Fond fühlt man sich bestens aufgehoben. Hier macht sich die Länge des Wagens positiv bemerkbar. Die Materialqualität und die Verarbeitung sind über jeden Zweifel erhaben. Die Bedienelemente des Panamera sind griffgünstig in der breiten Mittelkonsole angeordnet. Durch die vielen Schalter dauert es jedoch, bis man sich zurechtfindet und alle Funktionen beherrscht. Durch die weit öffnende Kofferraumklappe lässt sich der mit 250 Litern recht kleine Kofferraum gut beladen. Nach Umlegen der Rücksitze entsteht immerhin ein Stauraum von guten 685 Litern. Die Rundumsicht im ADAC-Autotest fällt zufriedenstellend aus. Die breiten C-Säulen stören den Blick nach hinten. Mit einem Leergewicht von 1980 Kilogramm ist der Panamera S-Hybrid wahrlich kein Leichtgewicht. Und so verwundert es auch nicht, dass trotz aller Technik der Durchschnittsverbrauch beim ADAC-Ecotest bei 9,1 Litern Super Plus liegt. Den CO2-Ausstoß haben wir mit 209 Gramm pro Kilometer gemessen. Damit erreicht die Porsche Limousine 4 von 5 Sternen im ADAC-Ecotest. Der Porsche Panamera S-Hybrid tritt in der automobilen Oberklasse als Sparfuchs an. So ganz kann er seine Versprechen beim Verbrauch nicht halten, denn da reiht er sich bei anderen großen Hybridfahrzeugen ein. Der Preis von 106.185 Euro ist wirklich standesgemäß, auch für einen Porsche. Aber immerhin fährt man mit dem Kürzel Hybrid am Heck voll im Trend. Wenn Sie mehr über den neuen Porsche Panamera S-Hybrid und andere Fahrzeuge im ADAC-Autotest erfahren wollen, schauen Sie einfach ins Internet unter www.adac.de.